Das ist Nils. Nils kommt aus dem Osten, so viel können wir sagen, ja. Denn er hat gesagt, ich suche eine Dreiraumwohnung. Und das gibt's ja bei uns im Westen nicht. Ich grüße dich, Nils. Hallo. Mietpreise steigen, alles wird teurer. Richtig, genau. Das ist der Grund, warum ich hier bin. So, das ist, ich sag mal, ein Modulhaus. Das steht tatsächlich hier, guck mal, hier unten steht's auf Steinen, auf einem kleinen Fundament drauf. Und sowas willst du hier zulegen? Sowas in der Art, genau. Hast du mal reingeschaut hier? Ja, sehr angenehm. Warum interessiert dich sowas und nichts hier Stein auf Stein, Keller, Gasheizung? Na, die Größe ist halt ansprechend. Die Bausituation, was Grundstücke und so weiter betrifft, ist halt nicht so einfach. Und da kann man halt flexibler mit arbeiten. Jetzt mal eine Frage, man braucht ja dafür eine Baugenehmigung. Das heißt, du musst auf jeden Fall einen Bauantrag stellen. Das ist richtig, ja. Aber da machst du keine Sorgen? Nein, eigentlich nicht. Dafür gibt es genug Leute, die sich darum Gedanken machen, sozusagen. Ja, Spezialisten. Das heißt, du willst auch selbst dran arbeiten, oder? Weniger. Ich habe nicht so die Zeit dafür. Also es soll schon recht fertig sein am Ende. Du bist 27. Wo hast du denn das Geld her dafür? Oder geht's zur Bank? Das geht zur Bank. Ja, weil das ist deutlich vom Preis her interessanter als zurzeit ein Stein-auf-Stein-Haus. Und von daher wollte ich das so regeln. Ja, es ist unglaublich energieeffizient. Das heißt, also du brauchst relativ wenig Heizwärmung. Dabei ist so eine kleine Wärmepumpe, so eine Klimaanlage mit dabei. Die würde sogar schon langen, oder? Ja, das würde reichen, genau. So, ich zeige das mal gerade. Wärmepumpe ist ja im Moment in aller Munde. Jetzt sind die gerade erst fertig geworden mit dem Haus. Wir sind an der holländischen Grenze. Wie lange bist du gefahren? 6,5 Stunden. 6,5 Stunden? Genau. Hat es sich gelohnt? Ja, bis jetzt ja. So, da ist die Treppe mit dabei. Das heißt, du willst es fix und fertig haben. Boden ist mit dabei, wie man es kennt, Vinylboden. Es federt so ein kleines bisschen. Nee, stimmt nicht. Nee, oder? Gar nicht. Federt gar nicht. Okay. Also es ist wirklich wie ein normales Haus. Wie ein normales Haus. Das heißt, ein paar Möbel sind schon drin. Die brauchst du aber nicht. Aufteilung hinten, ein Bad hast du? Ja, ich habe 2 Bäder. Hier oben ist sogar auch noch eins, wenn man die Treppe dann hochgeht. Aber ja, schön. So, jetzt ist das ja hier für die meisten Deutschen das, was du planst, ein Riesenfrevel. Die bezeichnen das gar nicht als richtiges Haus. Die sagen, das ist eine Baracke oder irgendwas. Das stimmt ja gar nicht, oder? Nee, wenn man drin steht und sich das erste Mal angeguckt hat, ist man doch überzeugt. Ständerbauweise wie in Amerika, also das heißt außen Holz. Jetzt ist teilweise hier ein klein wenig anders. Hier ist jemand, der kennt sich gut aus. Was ist das hier für eine Bauweise? Grüß dich und stell dich mal kurz vor. Ich bin Andreas, ich bin hier Vertriebsleiter für Modulhaus und kümmere mich auch um die Bauantragsverfahren, wenn das notwendig ist, so wie in diesem Fall diese Begebenheiten. Wir haben ja auch Module unter 75 Kubikmeter, die kann man noch ohne Baugenehmigung setzen. Ohne Baugenehmigung? Ja, die gehen ohne Baugenehmigung. Aber das ist in Nordrhein-Westfalen, in Bayern geht das momentan. Das muss man auch immer abwägen, was man dann im Endeffekt wirklich haben will. Hier auf jeden Fall, das ist ein Bauantragsverfahren von der Größe her, 70 Quadratmeter von der Grundfläche. Und hier ist das Besondere, es ist nicht die klassische Fertigbauweise, sondern wir haben das durch die SIP-Paneelbauweise, die selbsttragend ist bis zu einer Spannweite von 8 Metern. 8 Meter, das heißt wie beim Wohnmobil so ein bisschen die Seitenwände? Ganz genau. Das heißt Sandwich, oder? Ganz genau. Das heißt, es kann auch nicht verrotten, oder? Nein, das ist definitiv alles isoliert und die Bauweise ist so, dass die Innenwände wie auch die Außenwände nochmal mit Paneelen verarbeitet sind. Hinter diesen Paneelen, die Paneele sind natürlich auch aussuchbar in allen Varianten, ob das Textil ist, ob das Kunststoff ist, abwaschbar oder ähnlichem. Oben ist es auch wieder in Dunkel. Also das ist sehr mannigfaltig von der Auswahl her, wie man das haben will. Wir sagen, wir haben das jetzt in 3 Kategorien einfach klassifiziert, Minimal, Deluxe und Premium. Minimal deckt so ungefähr 30% der Ausstattungsvarianten ab. Mit Deluxe, was die meisten nehmen, da ist man schon bei 85% der Ausstattungsvarianten. Und Premium ist dann nur noch so gewisse spezielle Echthölzer, gebürstetes Aluminium, Stahl, also oder Schiefer außen. Das kann man alles machen, wie man das möchte. Definitiv. Jetzt ist hier eine Dusche drin, wer sich ein bisschen auskennt. Allein das Setzen von der Dusche kostet schon ein Vermögen. Ihr bietet das auf Wunsch an, fix und fertig. Mit Bad, mit allem? Mit allem. Wenn man das so möchte, können wir das komplett mit allem so schlüsselfertig dann an die Hand geben. Atmen, das würde mich mal interessieren, weil ich sag mal, jetzt ein Passivhaus muss ja wahrscheinlich aktiv belüftet werden, oder?
Also im Standard haben wir hier 15 cm Wandstärke. Das ist die Innenwandstärke der Paneele. Damit erreichen wir schon KfW 40. Wir können aber auf 20 cm Außenwand gehen. Also diese Innenwand ist das, muss ich, dieses SIP-Panel. Dann haben wir sogar Passiv-V-Standard. Wir tendieren in der Regel zu dezentralen Lüftungseinheiten. Was heißt das? Dezentral, man hat eigentlich nur eine Kernbohrung, wo, weil eine zentrale Lüftungsanlage würde einen riesigen Hauswirtschaftsraum wieder bedeuten mit Filteranlage und allem. Aber wir regeln das dann, ich sag mal, so eine Anlage kostet zwischen 1500 und 2000 Euro, wenn man es mit Wärmerückgewinnung speziell... Genau, das wollte ich gerade fragen. Da ist jetzt ein Wärmetauscher mit drin. Ganz genau, ganz genau. Das ist auch ganz easy zu handhaben. Also man muss da keinen Wartungsvertrag haben, da kann man selber die Pollenfilter von mir aus auch wechseln oder ähnlichem. Also es ist hier eigentlich darauf ausgelegt, dass man das weniger, ich sag mal, in der klassischen Massivbauweise oder Fertigbauweise ist das wesentlich aufwendiger gehandhabt. Es ist ja auch so, Sie haben ja hier in der Regel meistens, Sie sehen das hier oben, Splitanlagen verbaut als Heizungsanlage. So, das ist eine Wärmepumpe oder eine Luftwärmepumpe? Luft, genau. Und die können im Sommer kühlen und im Winter heizen. Das Wichtigste, und das ist ja, denke ich, auch schlüssig, dass man, sagen wir mal, bei dieser hocheffizienten Bauweise gar nicht mehr so viel KW-Leistung ins Haus reinbringen muss, um die Heizleistung beziehungsweise zu erreichen. Also ich habe das bei mir zu Hause, das funktioniert ganz gut, so bis so 2-3 Grad plus. Man kann aber auch eine Zusatzheizung installieren. Das heißt, man könnte jetzt... Natürlich Wandflächenheizung als Infrarot oder anders elektrisch betrieben oder Paneele, die dann auch gleich schon das haben. Weil es gibt auch Leute, die möchten nicht diesen warmen Luftstrom haben. Weil das ist ja bei den Geräten eigentlich... Zieht sie müssen. Ja, genau. Okay. Aber wie gesagt, das ist definitiv möglich. Du ziehst da wahrscheinlich allein ein? Oder, ja, oder? Genau. Ich ziehe allein ein. Okay, Junggeselle. Genau. Ja, da bist ja eine tolle Partie mit so einem Haus. Komm, wir gehen mal hoch, dass wir uns das mal angucken. Jetzt ist die Treppe, die ist ja jetzt nichts, wenn ich jetzt gehbehindert bin. Ja? Das heißt, es gäbe auch eine andere? Alles gibt es, natürlich. Das ist jetzt eine Raumspartreppe, die gibt es. Also es gibt gewendelte Treppen, es gibt einzügige Treppen. Also die gibt es in allen Varianten natürlich. So, Raumspar heißt, die kann ich nur mit einer bestimmten Schrittfolge begehen. Genau. Also ich würde mir eine andere nehmen, ich bin einfach zu alt. Hier oben sind wir noch nicht ganz fertig, aber du hast viele Räume. Das heißt, darf ich mal fragen, was du ungefähr arbeitest? Ich bin im Vertrieb tätig. Vertrieb? Was verkaufst du? Fahrzeuge. Fahrzeuge? Ja. Autos? Ja. Echt? Du? Ja. Cool. So, das heißt, du arbeitest wahrscheinlich auch von zu Hause aus dann oder später mal? Ab und an, ja. Ja, ab und an. Das hier wäre dein Arbeitsraum? Das wäre eher Schlafzimmer, so die Richtung. Okay. Es ist schon, es riecht auch ganz gut, oder? Mhm. Es riecht nach Holz. Neu. Neu, ja. So, jetzt ist das ja noch gar nicht fertig hier. Ich bin ja jetzt mitten im Bau gekommen. Die haben auch gefragt, ja, sollen wir es fertigstellen? Da habe ich gemeint, nein, macht man nicht. Denn die Leute, die das jetzt lokal hier fertigstellen in Deutschland, das wird ja wahrscheinlich, kommt als Bausatz oder wie kommt das an? Das hier ist als Bausatz gekommen. Die SIP-Panel-Bauweise kommt in der Regel als Bausatz und wird dann vor Ort aufgebaut, aber von unseren eigenen Leuten. Und die bauen es aber vor Ort auf. Das heißt, ich muss mich nicht vor Ort jetzt noch um Handwerker bemühen. Nein. Das wird alles von uns aus einer Hand geregelt. Können die das? Mit Sicherheit, ja. Okay. So, ich zeig mal gerade, also jetzt ist ja noch alles offen, das wird ja noch verkleidet, wie es hier kommt. Was kann der Kunde jetzt hier bestimmen? Das heißt, der kann die Farbe vom Panel bestimmen? Alles. Also die Innenwandpaneele, die Deckenpaneele, die Boden, den Bodenaufbau oder die Einbauschränke. Einbauschränke? Also ist jetzt noch nicht vorhanden, aber in der Regel kann man dann hier jetzt den Einbauschrank reinmachen. Das ist also ganz individuell gestaltbar. Hinter dir ist die Treppe, oder? Hier unten ist ja, ich muss ab und zu mal, wenn man hier drin steht, das ist ja hier so ein Raumsparwunder. Das heißt, hier ist jeder Zentimeter genutzt, nicht wie in anderen Häusern. Ne? Richtig, man muss sich ein bisschen minimieren, aber das ist auch gar nicht so schlecht. Ja. Hast du im Moment zu viel Zeug zu Hause? Auf jeden Fall. So, das heißt, es wird wann ungefähr Einzug sein, was denkst du? Mitte nächsten Jahres, Anfang nächsten Jahres. Oh. Jetzt ist das ja nicht mobil, das heißt, wenn du hier so ein Haus baust, dann kannst du das ja nicht mitnehmen. Aber es gibt ja noch andere Häuser da drüben, die werden jetzt so klein, die da drüben, die kleinen? Wäre auch eine Variante, muss man sich nochmal genau überlegen. Du könntest heute anfangen, dann sagst du, okay, ich arbeite jetzt in Spanien und nimmst es mit. Genau, wäre eine gute Möglichkeit. Ne? Ja. Es gibt noch eine Nummer größer. Das hat, glaube ich, 11 Meter Länge. Das geht bis 13,3 Meter Länge.
13,3. So, wir stehen im Schlafzimmer. Eine Tür brauchst du nicht im Schlafzimmer? Nö, kann man sich eine Lösung suchen, aber man kann es auch offen lassen. Oder einen Vorhang. Oder Vorhang oder was auch immer. Cool. Boden, was hier für ein Boden drin? Eiche? Das ist ein Vinylboden. Vinyl. Ja. Die sind so echt mittlerweile. Du musst schon dreimal hingucken, oder? Auch wenn man drüber fühlt oder ähnlichen. Also das ist schon... Aber Vinyl ist momentan so im Trend, sag ich mal. Aber was Sie haben möchten. Also das kann man immer individuell anpassen. So, das hier wird wahrscheinlich der ganz große Bitcoin-Speicher. Genau, dann Arbeitszimmer. Arbeitszimmer. Da hat jetzt kein Fenster. Ist das schlimm, oder? Hat ein Dachfenster. Ein Dachfenster. Genau, hier oben ist in der Regel alles mit Dachfenstern. Auch Größe kann man auch Größe haben natürlich, selbstverständlich. Das wäre natürlich das Zimmer für meinen Sohn. Wenn der irgendwie nicht abgelenkt werden soll, kommt er nur einen Schreibtisch rein, da muss er lernen, kann nicht rausgucken. Aber auch hier hast du einen kleinen Raum mit drin. Bedeutet aber, man muss genau planen, was man mitnimmt. Das heißt also, ich wohne ja im Wohnmobil. Kannst du dir vorstellen, ich nehme an, du kennst meinen Kanal vielleicht? Ja, ab und an habe ich schon was gesehen. Ja. Hast du was gesehen? Also ich lebe im Wohnmobil und wundere mich immer, wenn ich nach Hause komme, warum ich das ganze Zeug brauche. Weil ich brauche es im Wohnmobil, brauche ich nicht. Nee, das ist bei mir auch so der Fall. Also ich habe auch einen Wohnwagen gehabt und was man da so für wenige Sachen genutzt hat und gebraucht hat, das war schon besser, ne? So, jetzt kommen aber Leute, vielleicht Nachbarn, und sagen, ach, guck mal, der da in dem kleinen Haus, da in dem Häuschen, der kann sich vielleicht nichts Besseres leisten, das ist egal. Ja, man muss sich es erstmal angucken, ne, bevor man sich ein Urteil erlaubt. Deswegen bin ich auch hier, weil aus dem blauen Dunst heraus wollte ich das jetzt auch nicht machen und bin begeistert, als ich jetzt hier ankam. So. Jetzt ist das noch nicht ganz fertig. Hier oben sind teilweise die Platten noch offen, die da sind. Wann wird es fertig hier? Was denkst du? Wir sind jetzt heute am... Guck mal nach, heute haben wir 16. November. Das wird nächste Woche definitiv fertig sein. Wie nächste Woche? Nächste Woche, also eine Woche noch, dann ist das komplett fertig. Wie lange habt ihr jetzt gebaut insgesamt? Ich glaube, das war jetzt dieses hier anderthalb Monate. Das hat aber deswegen auch länger gedauert. Ach so, es hat länger gedauert, verstehe. Ja, das hat diesmal, nein, wirklich, aber das hatte mit Lieferengpässen zu tun. Mhm. So, also eine Badewanne hast du auch gegönnt dann später? Ja, muss ich ja mal reinlegen. Oder wenn das Kind kommt später oder was auch immer. So, vorne ein Waschbecken. Was brauchst du noch mehr? Die Waschmaschine, wo kommt die hin? Das habe ich jetzt noch gar nicht so, weiß ich noch gar nicht, aber da finden wir noch einen Platz. Wird das am 3D konstruiert? Also am Computer? Kann ich mir das angucken? Nein, das haben wir hier jetzt noch nicht. Es soll aber demnächst so sein, dass das dann auch online sogar zu konfigurieren ist. Die Architektin macht das definitiv. Ja, das Bauplanungsgespräch, da werden die Wünsche dann aufgenommen und zu dem, was dann möglich ist, wird das dann verarbeitet und der Kunde kriegt dann natürlich auch erstmal seine Planzeichnung, ganz klar. Mhm. Und dann gehen die Pläne schon ein paar Mal hin und her. Ist ja ganz normal, weil es dann angepasst wird. So, hier kann man schön sehen, es besteht aus teurem Holz. Gebaut werden die wo? Also in Polen ist die Vorproduktion. Und die Endfertigung. Ihr macht eine riesen Qualitätskontrolle hier in Deutschland, ja, oder? Definitiv. Es ist auch so, es ist bis, glaube ich, letztes Jahr sogar, jetzt kann man es leider nicht sehen, weil es schon geschlossen ist, mit Styropor die Paneele gewesen. Die sind jetzt mit PU-Schaum. Mhm. Das hat was mit den Brandschutzbestimmungen zu tun. Das macht man nicht mehr. Okay. So, vielleicht noch mal kurz zur Ehrenrettung. Ich habe dich heute Morgen abgefangen. Wir haben das Gespräch nicht vereinbart. Du hast nämlich, warst zufällig hier, da habe ich gedacht, komm, ich spreche mal mit dir. Sollen wir mal kurz außen rum gehen? Also du hast auch kein Geld bekommen, du wurdest nicht eingeladen, ins Fernsehen kommt, sondern es war echter Zufall. Ja, das war absoluter Zufall. Okay, super. Also nur, dass die Leute denken ja immer, das ist alles gefaked, aber hier die Treppe, wenn du mal die diverse Dinge, die demnächst erlaubt sind, in Deutschland zu dir nimmst, ja, dann würde ich hier nicht mehr runtergehen. Nee, die ist gefährlich. Die ist gefährlich. Das heißt, du würdest eine andere holen? Ja, auf jeden Fall. Die Bautreppe verbreiter. So, jetzt mache ich mal Folgendes. Rückwärts am besten. Rückwärts? Ja, ja. Okay. Passt am allerbesten. Und passt am allerbesten. Ja klar, dann fällt man auch nach vorne und dann, boah, bin ich alt geworden, das gibt's ja gar nicht mehr. Aber ihr müsst das im Original mal sehen. Das ist hier so eine kleine Mount Everest-Besteigung, die du hast. Aber auch eine normale Treppe ist möglich. Das sieht man also hier sehr schön. Er kommt jetzt mal hier runter. Es geht. So, da wäre jetzt die Tür zur Terrasse. Das heißt, komm, wir gehen mal hinten raus. Da bräuchte man jetzt eine Trittstufe. Das ist die Küche dann später. Langt, oder? Ja, langt. Auf jeden Fall. Also die bei mir im Wohnmobil ist kleiner. Das kann ich ja sagen. Dunstabzugshaube mit drin.
Der Werterhalt von solchen Häusern, wenn sie mal stehen, ist ja wahrscheinlich genauso wie normale Immobilien. Also ich habe gesehen, wenn die mal stehen, das ganze Verfahren da ist, er will es mal verkaufen, die haben einen unglaublichen Wertzuwachs. Definitiv, der Trend geht schon dahin. Aber ich will ehrlich sein, also der ich sag mal, in der Bevölkerung sagt man lieber noch, steht massiv immer noch ganz oben. Das ja. ist so. Da wird man auch nicht gegen ankommen können. Aber ich sag mal, wenn man das mal außerhalb der Grenzen von Deutschland sieht, also die Fertigbauweise ist schon definitiv das, was auch eigentlich zukunftsträchtig ist, weil wir reden ja auch über energetische Begebenheiten, über Energieverbrauch und Ähnlichem. Und da sind wir natürlich unschlagbar. Ne? Ich habe jetzt oben gesehen, da war gar keine Heizung. Das heißt, die Luft steigt nach oben, oder? Ja, da ist dann auch nochmal ein Auslass für die Luftwasserwärmepumpenanlage. Da kommt noch eine pro Etage gemacht. Ganz Ach so, genau. Es langt aber eine einzige langt. Eigentlich. Genau. Wie heißt da nochmal? Ein Wärmetauscher draußen, genau. Diese Split-Anlage. Ein Wärmetauscher, ein Split und innen genau. dann zwei Innengeräte. Genau. Okay. Ich kann mir vorstellen, wenn es nämlich kühlen soll, dann wäre oben natürlich blöd, weil die Wärme fällt ja nach unten. Richtig. Ja. Okay, mach mal bitte auf, dass wir da mal gucken, ob die Tür. Sie geht sogar auf. Ja. Hier ist auch noch ein kleines Bad. Warte, wo? Hier ist auch noch ein kleines Bad. Ich habe schon gezeigt. Ach so, pardon. Ja, genau. Ich war schon. Das erste, was ich gezeigt habe, war das Bad. So, jetzt gehen wir raus. Hier wäre jetzt die Terrasse. Jetzt kann man das Ganze erweitern, natürlich durch eine große Terrasse. Die könntest du außen bauen. Ist das geplant? Ja, wo soll da eine Terrasse ran aus Holz, genau. Das haben die ja schick gemacht. Beschreib doch mal gerade. Da ist Holz, das kann ich sehen. Wird sich das im Laufe der Zeit verändern, die Farbe vom Holz? Definitiv, aber man sieht es auf der Seite, da ist schon angefangen worden mit der Schutzlasur. Hier sieht man das noch nicht, die ist noch nicht ganz fertig. Aber wie gesagt, natürlich, Holz ist ein natürlicher Werkstoff. Und der würde, wenn er so bleibt, natürlich dann auch den Witterungsverhältnissen ausgesetzt sich verändern. Leider dann auch negativ. Aber hier nebenan kann man gleich sehen, ist schon teilweise die Imprägnierung drauf. Die ist drauf und die ist dann zu erneuern alle 4-5 Jahre, oder? Ja, wie man Holzschutzmittel dann auch einsetzt. Also. Da gibt es auch enorme Unterschiede. Das heißt, wenn ich da etwas mehr in die Qualität des Holzschutzmittels investiere, UV-Lack drüber und so weiter, dann hält das auch ewig. Also ich habe mich da mal beraten lassen, da muss man teilweise 5-6 Schichten auftragen und dann hat man 10 Jahre Ruhe. Es sieht schon sehr schick aus, also von der Optik her, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ist schon begeistert. Oh, jetzt steht das ja unten auf dem Fundament. Das heißt, wie praktisch in Amerika kannst du drunter durchgucken? Könnte man ja. Ja, man kann es auch zumachen. Kann man auch verkleiden, das würde ich auch so tun. So, komm, wir gehen einmal kurz drum rum, dass wir es mal sehen. Da steht es jetzt fix und fertig, wie es hier steht. Was denkst du ungefähr vom Preis her heute am... Das jetzt, weil vorne mit Pergola und mit Innenausbau und allem, das kostet also... Als schlüsselfertige Variante ca. 125.000. Brutto? Brutto, ja. Also inklusive Steuer? Genau, ja. Wir haben ja Endverbraucher als Kunden. So, jetzt könntet ihr die Wände mit Solar machen, da wird die Mehrwertsteuer wegfallen nächstes Jahr? Es gibt natürlich die Dachpaneele mit Solarthermie. Das ist definitiv da. Was man immer extra hat, das wäre Photovoltaik. Da muss man dann sehen, weil... Da müssten wir dann auch mal über das Smart-Home-System reden, was man einbinden möchte, dass die Gleichrichter passen und sowas allem. Aber das ist definitiv alles möglich. Victron Energy, sage ich nur, die haben sich darauf natürlich spezialisiert. Das heißt, du könntest so ein Haus auch komplett autark betreiben. Das wäre natürlich eine schöne Variante heutzutage, ne? Bei den steigenden Kosten überall. Aber hier, bei diesen Flächen, sag mal hier, die Seitenpaneele, ist das Alu? Das ist Aluminium, ganz genau, eloxiertes. Gibt es aber dann auch in Schiefer, in recycelten PVC-Varianten, also eine riesige Auswahl. Sag mal, wenn jetzt der große Sturm kommt und die Deutschen, die sagen immer, naja, jetzt kommt der Hurricane, jetzt haben die das gesehen in Florida, jetzt ist das hier keine ausgewiesene Hurricane-Region, muss man sagen. Da, wo du wohnst, auch nicht, oder? Nee, absolut nicht. Hast du Angst, das fliegt weg? Nein, gar nicht. Was wiegt das Ding ungefähr? Oh, die Statikunterlagen hier von dem Gebäude habe ich jetzt gar nicht einsehen können. Aber definitiv ist das alles geprüft. Ist es mehr als eine Tonne? Ja, das schon, ja. Oh, echt? Ja, das schon, ja. Gut, ich zeige es mal gerade. So, wir haben einen Spezialisten hier. Ich grüße dich herzlich. Du bist wer? Ich bin der Anand, hi. Ja, ich grüße dich herzlich. Was ist deine Aufgabe hier? Ich mache die Betriebsleitung. Du machst die Betriebsleitung. Wir haben uns eben gefragt, wie schwer ist das Haus? Dieses Haus wiegt ca. 18 Tonnen. Ja, genau, richtig. Das heißt, das fliegt nicht von alleine?
Das fliegt noch nicht von alleine, nein. Okay. Leute haben Angst, es könnte bei einem schweren Sturm beschädigt werden. Siehst du das? Nein, das nicht. Ja. Also die Statik ist ziemlich stabil. Der größte Vorteil ist ja, dass die Paneele, die SIP-Paneltechnik an sich die Statik ergeben. Also das Haus ist so stabil, da könnte man sogar ein zweites aufeinanderstellen und das stürzt nicht zusammen. So, wir sind wo? Im Prinzip in welchem Ort sind wir hier eigentlich? In Hamminkeln, wunderschönen Hamminkeln. Wo liegt denn Hamminkeln? Grenze Niederlande, ja, in der Nähe von Bocholt, Wesel, nördlich von Wesel. Also das ist Kreis Wesel hier, ja. Nähe der holländischen Grenze, oder? Genau, richtig. 10 Minuten ist man in Holland hier. So, wie ist denn die Nachfrage bis jetzt? Sie sagt noch gar nicht fertig, die ersten Kunden kommen schon. Die ersten Kunden waren schon da. Tatsächlich haben wir schon im Rohbauzustand schon einige Kunden da gehabt, ja, die schon einiges bestellt haben von diesen Häusern, ja. Wenn ich das Haus bestelle, wie lange warte ich? Bei diesem Haus aktuell eine Wartezeit von 12 Wochen. 12 Wochen? Genau, richtig. So, mit Bau und allem, was denkst du, ein halbes Jahr? Nein, so lange dauert es nicht. Wenn wir das einplanen, die Produktion, jetzt je nachdem, was der Kunde natürlich möchte, ja, also definitiv sind wir aktuell schneller als jeder Bauantrag in Deutschland. Je nachdem, was der Kunde möchte, brauchen wir für den Aufbau ca. 4 Wochen dazu. Also 16 Wochen ist eine gute Durchschnittszeit, die wir kalkulieren sollten. So, jetzt ist er ja, er sieht ja hier ziemlich vertrauenswürdig aus, würde ich mal sagen. Aber du würdest ihm wahrscheinlich das Geld nicht vorab komplett überweisen, oder? Ohne Bürgschaft. Nein. Warum nicht? Verstehe ich, ist das so nett? Ja, Sicherheiten sind immer wichtig, ne? Habt ihr sowas? Genau, richtig. Wir bieten die Sicherheiten auch an, das ist klar. Ob es eine Anzahlungsbürgschaft ist, ja. Nichtsdestotrotz ist auch unser Stammkapital auch erhöht worden, ja, weil wir natürlich in Deutschland sind. Wir übernehmen die Haftung komplett für den Kunden und da ist der Kunde natürlich im Einzelfall auch komplett abgesichert. Also ich kaufe bei einer deutschen Firma, nicht in Polen? Genau, richtig. Wir sind ein deutsches Generalunternehmen. Wir haben im Grunde genommen den gesamten Baukonstrukt aus Polen für den deutschen Markt umgeschlüsselt. Sensationell. Das ist nicht das größte Haus, was ihr habt, oder? Nein. Das ist tatsächlich das kleinste Einfamilienhaus mit Erstwohnsitzgenehmigung. Ja, das hat brutto 70 Quadratmeter und netto sind es so knapp 60. Wohnfläche? Genau, Wohnfläche, ja. Das Dach selber ist auch aus Alu? Das Dach selber, die Verkleidung ist aus Blech, ja. Das selber, ursprünglich kommt dieses Blech sogar von Thyssen. Ne? Okay. So, hier ist die Lasur schon drauf. Das kann aber der Bauherr selbst bestimmen, wie hart er es schützen möchte gegen Witterung? Genau, richtig. Man kann es, klar, man kann es natürlich naturbelassen. Lasur kann man in sämtlichen Farben selbstverständlich aussuchen. Ja, was auch wichtig ist, man kann auch Materialien aussuchen. Wir haben Materialien von komplett 100% recyceltem Kunststoff bis hin zu Aluminium. Es ist komplett, ist auch wichtig, was der Bebauungsplan auch hergibt. Weil in Deutschland müssen wir uns an einigen Bebauungsplänen halten. Da sagt man vor, okay, da muss jetzt zum Beispiel roter Klinker oder weißer Klinker hin. Dies ist selbstverständlich auch möglich. Weil der Rohbauzustand, das ist ja unsere SIP-Technologie. So, die Fassade, das ist komplett individuell gestaltbar. Kann ich das Haus auch relativ roh haben, wenn ich viel selbst machen will? Ja klar, genau. Natürlich. Also du kannst uns so weit zuschalten, wie du es gerade für richtig hältst. Und Preis dann roh, was denkst du ungefähr? Bausatz gibt es nicht, oder? Den Bausatz kann man auch bestellen, ja. Echt? Ja, den Bausatz kann man auch bestellen. Okay. Bei dem hier geht der Bausatz bei ca. 80.000 Euro los. Brutto, inklusive Steuer. Genau, richtig, brutto. So, das heißt 80.000. Wenn das jetzt hier fertig, hat er eben gesagt, rund roundabout 140.000. Das ist alles nachvollziehbar, was er hier macht. Das heißt, wenn was gebaut wird, kann man sehen, das sind Arbeitsstunden ja mit drin. Das dauert wie lange? Wie lange sind da mehrere Leute dran? Der komplette Aufbau würde ca. 4 Wochen in Anspruch nehmen. Ja. Man muss einfach dabei denken, warum es so schnell ist. Ja. Anders als bei der herkömmlichen traditionellen Bauweise ist es hier so, dass wir auf den SIP-Panelen, auf den OSB-Platten selber die Leitungen legen können. Somit ist der Elektriker viel schneller durch, ja, der Klempner ist viel schneller durch und insgesamt ist der Innenausbau um einiges schneller und einfacher als bei der traditionellen Bauweise. Sehr schön. So. Jetzt zählt es ja nur noch, wird jetzt hier groß noch nachverhandelt, sagst du jetzt hier, oder ist der Preis für dich okay? Nee, jetzt werden Grundlagen noch besprochen und dann wird es auch über den Preis gesprochen am Ende, logischerweise. Ja, so habe ich dich auch eingeschätzt, ja, wenn du hier aus dem Kfz-Handel kommst. Das ist schon eine tolle Geschichte. Du kannst dir das schon vorstellen von deinem Auge? Ja, auf jeden Fall. Das ist eine sehr schöne Geschichte.
Oh, also 16. November 2022, last but not least. Er hat schon gedacht, er kommt nicht ins Video. Er hat sich schon gefreut, hat nämlich gesagt, oh, Video ist nichts für mich. Du bist hier der Geschäftsführer. Ja. Ja, danke Sven. Herzlich willkommen bei Modulhauses. Stell dich mal vor, du bist der? Ja, ich bin der Mürsel Seliktürk und bin der Geschäftsführer von Modulhauses. Und ja, herzlich willkommen zuerst mal. Ne? Ja, das Musterhauszentrum, ihr habt euch einen kleinen Traum verwirklicht, muss man schon sagen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, du weißt ja, in den letzten 5 Jahren hat sich der Immobilienmarkt ja so entwickelt, dass ich gesagt habe, auch mit Vater als 3 Kinder. Du hast nur 3 Kinder? Ich habe nur 3 Kinder, ja. Und habe gemerkt, dass wirklich diese bezahlbare Wohnung gar nicht mehr geht. Und da habe ich immer überlegt gehabt, was kann man da machen? Was für eine Lösung kann man da finden? Und ja, dann hat sich so gegeben, dass ich gesagt habe, ich recherchiere mal in den Nachbarländern. Und so bin ich nach Polen gestoßen. Und ja, so haben wir angefangen, mit Arnand dann halt die Fahrt nach Polen zu machen. Genau, ihr seid irgendwie schon Freunde der Jugend oder wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, wir sind eigentlich schon, wie lange sind wir befreundet? 20 Jahre bestimmt. Okay. Ja. Das heißt, ihr kennt euch, habt das dann aufgezogen, habt aber schnell gemerkt, da muss man einiges nacharbeiten bei den Sachen, die aus Polen kommen. Die sind von der Struktur her gut, aber entsprechen nicht so ganz den deutschen Gedanken, oder? Genau, also deutsche Standard, also das ist ja ganz anders. Und da müssen wir natürlich halt gucken, dass wir diesen deutschen Standard auf jeden Fall erfüllen. Und da sind wir auf jeden Fall bei und das machen wir auch. Genau. Und das wird auch so sein auf jeden Fall. Ja, das ist auch der Hauptgrund, warum wir hauptsächlich den Bau mit deutschen Meisterbetrieben ja auch vollenden. Ja, weil wir stehen komplett in Regressanspruch. Ja. Das heißt, wir als Generalunternehmer, wenn wir ein Haus dort hinsetzen beim Kunden, da kann nach 5 Jahren auch ein Schaden auftreten, ja, ein Baumängel oder sonstiges, da stehen wir voll in der Haftung. Wie lange? Ja, also 5 Jahre auf jeden Fall. Ja, ist ein Regressanspruch immer gültig. Und da ist es immer ganz, ganz wichtig, ja, dass wir uns da von vornherein so aufstellen, dass solche Ansprüche natürlich nicht geltend gemacht werden können. Und das kann ich verstehen. Du hast was studiert? Betriebswirtschaft. Du hast Betriebswirtschaftslehre studiert und das ist, glaube ich, wichtig. Du bist der Zahlenmensch hier. Also ist da was dran verdient eigentlich bei dem Preis? Weil da geht ja erstmal die Mehrwertsteuer runter. Das sind ja schon mal 25.000. Genau, richtig. Ja, also wie gesagt, also ja, natürlich wird dabei Geld verdient. Ja, das müssen wir selbstverständlich auch. Wir sind ja auch ein Wirtschaftsunternehmen. Aber wir versuchen immer mit raffinierten Techniken zu arbeiten, um dort Geld einzusparen. Also wir können jetzt nicht daran Geld verdienen, indem wir hingehen und den Handwerker seinen Stundenlohn kürzen. Aber wir können etwas anderes. Wir können hingehen und die Arbeit erleichtern, dass der Handwerker in der Hälfte der Zeit fertig ist. Und noch etwas anderes, was ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist, wir können den Vertrieb ankurbeln, dass wir, wo andere in der Zeit, wo die 2 Häuser verkaufen, dass wir dann 10 verkaufen. Und das insgesamt, ja, das führt dazu, dass wir auch einen günstigen Preis halten können. Hier haben wir ein kleines Haus. Das ist so ein Haus, das braucht in Nordrhein-Westfalen keine Baugenehmigung. Da gibt es eine Bauanzeige, ein verfahrensfreies Vorhaben, Bauvorhaben, was da ist. Gibt es in vielen Bundesländern, im Saarland auch. Also weiß ich, da ist eine andere Regelung. Hier gilt was in Nordrhein-Westfalen? Ja, ist genau. Ist bis zu einem umbauten Raum von 75 Kubik, da braucht man keine Baugenehmigung. Und das ist der Gimmick dabei. In Bayern herrscht 1:1 das gleiche Gesetz, soweit ich weiß. Und in vielen anderen Bundesländern gibt es auch so eine Grenze für den umbauten Raum, aber hier tatsächlich heißt das bis 75 Kubik. So, das heißt, klar müsste man schauen, dass man einige Sachen natürlich einhält, aber es ist eine verfahrensfreie Baugenehmigung. Das ist eine sehr schöne Schlüssellösung. Zum Beispiel haben wir auch Kunden, die sagen, okay, ich bin vom Hauptberuf her Hausfrau, aber in meinem Nebengewerbe betreibe ich ein Therapiezentrum, so, möchte aber nicht mehr diese teure Miete bezahlen. Sie stellt sich das im Garten hin, hat dann direkt ihren Arbeitsplatz vor Ort. Was? An was ihr alles gedacht habt. Ja, wenn ich das haben möchte, ihr habt einen Vertrieb. Du bist jetzt selbstständiger Vertriebler, oder? Ja, ich bin selbstständiger Vertriebler. Du kommst aus der Branche? Ja, auf jeden Fall. Also ich arbeite für verschiedene Bereiche. Und das war eigentlich immer eine Sparte, die mich sehr interessiert hat. Schon seit 2 Jahren war ich da eigentlich auf der Suche nach vernünftigen Herstellern, die sowas dann auch ein bisschen flexibler anbieten können. Weil wenn man in der individuellen Kundenberatung ist, ist es ja auch so, dass jeder hat da seinen eigenen Bedarf, seine eigenen Vorstellungen, die er realisieren möchte. Und wenn man dann einen Produzenten an der Hand hat, der sowas dann auch realisieren kann, ist das ein großer Vorteil.
Auf deinem Fahrzeug steht eine Webseite. Ist die aktuell? Guck mal gerade danach. Da? Ja, die ist aktuell. Die ist aktuell. Komm, dann filmen wir die mal ab. Ja. So, kann mal gucken, was du fährst. Ein Opel. Ein Mokka. Elektro oder was ist das? Nein, das ist ein normaler Verbrenner. Normaler Verbrenner, ja, ich arbeite ja für Opel, das weißt du vielleicht gar nicht. Okay. Machen ganz viele Videos, der neue Mokka, also modul-houses.de. Genau. Modul-houses.de. Euch allen erstmal vielen Dank. Ich gehe mal noch mal kurz zum Nils, der ist da hinten. Dem habe ich jetzt so viel Zeit gestohlen, da wollte ich ja die ganzen Häuser mal angucken. Erstmal vielen Dank zu dir. Ich wünsche dir für dein Bauvorhaben viel Erfolg. Darf ich mal gucken kommen, wenn es fertig ist? Gerne, da können wir uns mal unterhalten drüber. Das würde mich sehr interessieren, wenn alles mal drin ist, ob das denn die Erfahrung so geworden ist, wie du das wolltest. Und wenn du mal überlegst, die Zinsen, im Moment geht's noch? Ja, im Moment geht's noch. Das heißt, du musst beeilen. Ja, passt. Dich habe ich noch gar nicht angesprochen. Was hast du für eine Aufgabe? Ja, ich bin Vertriebspartner für Deutschland. Echt? Ja. Du bist das? Ich bin das. Dein Name? Bernd. Hallo Bernd. Hallo. Hast du einen Nachnamen? Zimmermann. Bernd Zimmermann. Du genau. Bist auch Zimmermann, ne? Nee, nicht. Ich komme aus einer ganz anderen Branche, aber ich fand das so toll damals, als ich letztes Jahr damit angefangen habe, dass ich mich entschieden habe, das hauptberuflich zu machen. Okay. So, jetzt hast du den Nils hierher gebeten. Das heißt, er hat gesagt, komm mal vorbei. Ihr seid jetzt schon wie lange hier jetzt, heute Morgen? Seit einer Stunde? Naja, über eine Stunde jetzt. Ich kam gerade, oder? Also ja, du bist gerade gekommen, als wir dann. Da hast du den Nils geschnappt. Ja, genau. Genau, hast du mir weggeschnappt, aber ist ja nicht so schlimm. Wir haben alles soweit besprochen. Wir haben uns die Häuser angeguckt und ja, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Jetzt besprechen wir gleich die finalen Sachen und dann gucken wir mal, was er gerne möchte. Und dann versuchen wir das umzusetzen. So, das heißt, also es hat ja auch das Potenzial, richtig durchzustarten. Jetzt hat man ja manchmal das Gefühl, in Deutschland wird sowas nicht gerne durchgewunken. Ich sage mal so, die Bauämter sind noch nicht so weit in dem Sinne, dass die Leute das kennen. Es sind viele Ältere, Entschuldigung, wenn ich das sage. Du bist wie alt? Na, 55. Also du bist jung. Ich bin noch jung. Also die Älteren im Bauamt. Die Älteren im Bauamt. Die sind noch nicht so weit, also da ist es noch nicht vorgedrungen, obwohl das jetzt mittlerweile alles umschwenkt. Mittlerweile ist es so, dass auch die Gemeinden Flächen anbieten für Mobilheime und so weiter. Also das Umdenken ist jetzt da und von daher haben wir auch regen Zuwachs, ne? Und die Branche wird boomen, das ist tatsächlich auch einfach so, weil ein Haus... Vor kurzem habe ich gesehen, 5 kleine Häuser nebeneinander. Da wollte ich noch mal kurz anhalten. Die standen auf normalem Baugrundstück. Auf einem Baugrundstück, wo normalerweise ein Haus steht, standen 5 kleine Häuschen nebeneinander. Das war so sensationell anzugehen, aber ich musste weiter. Ich konnte es nicht filmen. Schein. Das hier ist aber jetzt kein Mobilheim, was wir da haben. Also das könnte auch auf einem normalen Baugrundstück stehen. Auf einer Optik, oder? Das kommt normal auf einem normalen Baugrundstück stehen. Und das würde auch eine normale Baugenehmigung kriegen. Das würde auch eine normale Baugenehmigung bekommen. Ja. Gibt es irgendein Bundesland, wo sowas nicht zulassungsfähig ist? Ich sage mal so, schwierig wird es in Bayern und in Baden-Württemberg. Da muss man bestimmte Vorgaben beachten, Dachwinkel und so weiter, Neigungswinkel. Aber das können wir alles realisieren. Also bis jetzt weiß ich nicht, wo wir kein Bundesland haben, wo wir das nicht realisieren können. Ich wohne in Frankreich, da habt ihr keine Erfahrung, oder? Da komme ich auch hin. Da kommst du hin? Da komme ich auch hin. Also ich will so ein Ding haben, ich habe nämlich ein Baugrundstück in Frankreich. Ja, dann muss Und ich habe in Deutschland eins noch. Kein Problem, da können wir uns gleich unterhalten. Können wir uns gleich nochmal unterhalten. Nils, erstmal dir vielen Dank und 6 Stunden nochmal Rückfahrt. Das heißt, 6 Stunden von hier ist schon ziemlich tiefer aus, ne? Ja, na genau südlich von Berlin, ne? Ja, und was zahlst du da normaler Miete im Moment? Na, warm, so 1.300 Euro circa. Warm? Warm. Okay, also rund 1.000, rund 800, 900 oder so? Ja, 900 Euro kalt. Wie lange ist die Zeit nach Berlin, Zentrum? Dreiviertelstunde. Dreiviertelstunde, das heißt, du bist im Speckgürtel, ja. Speckgürtel von Berlin. Ja, auf jeden Fall. So, Baugrundstück wirst du kriegen? Ja, okay. Habe ich schon in Aussicht. Ah. Tschüss Nils, vielen Dank. Tschüss euch allen. So, und wenn ihr Lust habt, ja, rennt in die Bude ein. Modulhouses.de, das Ganze filmen wir im November 2022, da ist es. Und wundert euch nicht, wenn mal entsprechend besetzt ist. Wir zeigen euch gleich noch viel mehr Häuser. Und jedes Haus wird einzeln abgelichtet, denn da gibt es viele Fragen zu. Jedes ist ein bisschen anders. Bis gleich. Tschüss.